heute zeige ich euch, wie man den Widerstandsabgleich, auch Erlabgleich genannt, bei der Titan XQ durchführt. Unsere Titan XQ ist mit einer HP-Steuerung im Drahtvorschubgerät und einer Expert-Steuerung in der Stromquelle ausgestattet. In diesem Video zeige ich euch, wie ein Widerstandsabgleich von einer LP- oder HP-Steuerung im Drahtvorschubgerät durchgeführt wird. Der RL-Abgleich dient dazu, um den Widerstand in den Leitungen wie den Schweißbrenner mit Schlauchpaket oder dem Massekabel zu messen. Jedes Mal, wenn eine neue Komponente verbaut wurde, dann sollte der RL-Widerstand neu eingemessen werden. Der RL-Abgleich dient immer dazu, um ein perfektes Schweißergebnis zu erreichen. Um den RL-Abgleich zu machen, müssen wir als allererstes die Gasdüse abschrauben und den Draht vorne abknipsen. Wir können den Draht nicht nur per Hand zurückziehen, sondern auch durch gleichzeitiges Drücken der Gasvorströmtaste und der Drahteinfädeln-Taste. Der Draht muss so weit zurückgezogen werden, dass er nicht mehr mit der Stromdüse in Verbindung steht. Als nächstes wird das Gerät ausgeschaltet. Der linke Drehgeber muss gedrückt werden und gleichzeitig wird das Gerät wieder neu eingeschaltet. Ist das Gerät hochgefahren, wird in dem linken Display RL1 angezeigt. Im rechten Display wird der aktuelle Wert dargestellt. Um den Widerstand abzumessen, setze ich die Stromdüse auf das mit der Werkstückleitung verbundene Werkstück auf und durch kurzzeitiges Betätigen wird der Widerstand eingemessen. Nach erfolgreichem Einmessen des Widerstandes wird das Gerät neu gestartet. Während das Gerät neu startet, kann die Gasdüse auf den Brenner wieder aufgeschraubt werden und danach ist das Schweißgerät bereit zum Schweißen.